Hallo und herzlich willkommen zu SB Immobilien Alanya. Ich zeige euch heute ein sehr interessantes Objekt. Ein Objekt, wo Sie dann sagen werden, wow, für den Preis gibt es wirklich noch was. Ja, es ist eine Dreizimmerwohnung, Baujahr 2008, mit 150 Quadratmeter Bruttofläche, mit ungefähr 110 bis 120 Quadratmeter an rein netto Wohnfläche. Es sind zwei Badezimmer. Wir haben von hier aus der Terrasse aus auch noch einen Meerblick. Wir haben hier rechts oben einen wunderschönen Bergblick. Jetzt zeige ich euch mal die Terrassengröße, damit ihr das mal gesehen habt. Ist echt riesengroß. Ja, da kann man sich fast die Füße wund laufen. Spaß beiseite, ist aber wirklich sehr groß. Jetzt gehen wir mal hier rein in den Wohnbereich. Jetzt schaut euch mal diesen Wohnbereich an. Ja. Offene Küche, wir haben einen riesengroßen Couch hier. Wir haben unseren Sitz- oder beziehungsweise Essbereich. Es ist auch möbliert. Wir haben auch schöne Möbel drin. Also das vom Wohnzimmer finde ich ganz toll. Vor allem, wir haben auch E-Geräte, wo Sie auch keine E-Geräte kaufen müssen. Sie können einfach Ihre Koffer packen, herfahren und Urlaub starten. Sie werden auch sagen, ja, Schein, im Mahmutla gibt es keine IK-Med. Ja, das gibt es ja auch nicht. Aber ich habe viele, viele Kunden, die sagen, ich brauche als Feriendomizil oder als Vermietungsobjekt, als Kapitalanlage, wie auch immer. Und solche Objekte bekommt man auch ganz selten. Mahmutla, sind die Preise gefallen? Ja, minimal sind sie gefallen, aber auch nicht arg viel. Die Neubauten sind immer noch teuer wie zuvor. Nur bei den älteren Wohnungen sind halt ein bisschen die Preise runtergefallen. So, jetzt zeige ich euch mal hier den Wohnbereich noch einmal. Wie gesagt, hier müssen ungefähr 70, 80 Quadratmeter sein. Wir haben Samsung-Fernseher. Von hier aus gelangen sie raus auf die Terrasse. So, jetzt gehen wir mal die anderen Zimmer mal durch, dass wir mal alles gesehen haben. Wir haben hier ein Badezimmer. Das Schlafzimmer ist auch groß. Wir haben sogar einen kleinen Safebox, wo Sie Ihre Gelder oder von mir aus eure Pässe hier unterbringen könnt. Ja. Wir haben hier noch ein Badezimmer. Und jetzt gehen wir zu dem zweiten Schlafzimmer. Also alle zwei Schlafzimmer sind wirklich sehr groß. Die Betten und die Schränke sind halt ein bisschen älter, aber sind noch gut zu gebrauchen. Müssen Sie nicht, was Sie hier vielleicht machen könnten, wenn Sie natürlich ganzjährig hier bleiben, können Sie einen großen Schrank kaufen. Das ist das Schlafbereich. Wir gelangen auch von hier direkt raus auf die Terrasse. Wir haben auch überall in jeder Tür, haben wir auch Fliegengitter drin. Lebenswichtig in der Türkei. So schaut es aus. Also, für 105.000 Euro mit 150 Quadratmeter Wohnfläche, da kann man sich nicht beklagen. In der Anlage wird auch noch frisch gestrichen, es wird ja auch außen noch was gemacht. Es ist ein bisschen älter, es muss auch ein bisschen was reingesteckt werden, aber die haben Gelder gesammelt und daher haben sie auch mit Instandsetzung arbeiten begonnen. Wer Interesse hat, SB Immobilien, mich einfach anrufen, sagen, Schein, ich möchte gerne die Wohnung sehen. Ja, dann machen wir einen Termin und schauen wir das zusammen an. Bis dann. Tschüss.